Ah, Schrott und Papier ist gut. Ah, ist okay. Eins, zwei, drei. Meine Axt ist gleich kaputt. Muss ich auch gleich eine neue bauen. Ah, das war gerade Öl. Öl braucht man für Waffenreparaturkits. Ist ganz praktisch. Also jetzt noch nicht so wirklich, aber ne? Langfristig. Okay, das... Ach. Ein Nachzügler. So, also ich brauche Werkzeug. Ich brauche eine neue Steinaxt. Ich habe nichts dafür dabei. Ich habe kein Gras dabei. Gras sollte ich hinbekommen. So kann ich die alte Steinaxt auch loswerden. Die müsste nämlich gleich kaputt gehen beim nächsten... bei den nächsten Abbauversuchen. Außer Gras abbauen beschädigt die gar nicht. Was natürlich auch gut sein könnte. Nö, geht kaputt. Okay. Alles eingesackt. Alles umcraften. Wir haben gleich eine neue. Okay, wir haben es 5 Uhr. Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Geht langsam unter. Wir haben noch nicht angefangen, das Haus zu sichern. Das sollten wir demnächst tun. Weil wir nachts dafür keine Zeit haben. Haben wir genug Holz dafür? Nee, nicht wirklich. Okay, hör auf zu craften. Bau bitte schnell eine Steinaxt. Eine Steinaxt, nicht zwei. Und dann hacken wir ein paar Bäume. Damit wir nachts aus den Bäumen, Stümpfen, Planken herstellen können. Und aus den Planken dann die Blöcke, mit denen wir das Haus sichern werden. Es gibt nämlich sehr interessante Strukturen, die man aufstufen kann. Also man setzt sie hin und die sind quasi nur ein Rahmen. Dadurch schützen sie schon ein bisschen. Also sie halten Zombies ab, aber noch nicht so sehr. Und dann kann man sie mit gewissem Werkzeug, wie mit dieser Steinaxt zum Beispiel, rechts anklicken und aufstufen. Und da wird es halt so ein massiver Holzblock, wenn man Planken dafür verwendet. Wenn man das Ding ja noch weiter aufstuft, wird es ein verstärkter Holzblock. Wenn man es dann noch weiter aufstuft, wird es ein mit Metallstreben verstärkter Holzblock. Und sowas ähnliches gibt es später auch noch mit Metall. Da kann man Stahlbetonblöcke herstellen und das ist dann super Schutz gegen Zombies. Aber halt auch sehr ressourcenintensiv. Also High-End-Bereich. Jetzt erstmal nur stinknormale Holzblöcke. Eventuell ein Ring, einmal um die Basis rum auf Brusthöhe, den ich mit Metall verstärke. Weil die meisten Zombies halt zwei Blöcke brauchen, um durchzukommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel diese Höhe hier in Metall verstärken würden, könnten sie die da unten weghauen und das da oben weghauen, das wäre alles kein Problem, sie kommen noch nicht durch. Und wenn sie direkt in der Mitte hauen, dauert es halt länger, weil es mit Metall beschlagen ist. Das ist so der Plan. Aber jetzt hätte ich erstmal gerne noch ein paar Bäume. So, und Gras können wir auch mal gebrauchen. Essen und Trinken ist auch schon wieder runter. Dementsprechend ist die Stamina unten. Was haben wir hier? Oh, eine Suppe, die sowohl Essen als auch Flüssigkeit bringt. Das ist doch super. Und ungewöhnlich, weil normalerweise ist Suppe recht salzig. Aber gut, du, so. Ja, hat schon mal geholfen. Und wenn wir den hier abgebaut haben, müssten wir eigentlich schon genug Holz haben für die ersten Fenster. Den kann ich euch kurz zeigen, wie das ungefähr aussieht. Und den können wir vielleicht noch ein bisschen looten vorm Einbunkern in der Nacht. Also rein. Dran denken, die Türen immer so zu machen. So, kaputt, kaputt. Das dauert einen Ticken zu lange. Ja, und macht alle auf uns aufmerksam. Hallo, Krankenschwester. Noch irgendwer? Ist da ein Hirsch auf dem Dach? Hallo, Herr Hirsch. Der dreht seinen Kopf auch noch um 180 Grad. Das ist sehr exorzistenhaft. Aber sonst alles ruhig, hm? Abgesehen vom Hirsch, ja. So, du zu. Dann hätte ich jetzt gerne Holzplanken in so einem Muster. Zack. Und dann kriegt man einen Wooden Frame, nennt sich das. Das haben wir auch hier unter Baumaterialien, den Woodframe. Wenn ich den jetzt doppelt anklicke, füllt sich das hier automatisch und wir bauen mal 6 Stück davon. So, 2 habe ich schon mal fertig, die können wir jetzt hier hin tun.
Also ich setze den Woodframe einfach so mit rechter Maustaste. Und man kann durchgucken, er schützt nicht wirklich viel, aber es ist ein Anfang. Und wenn ich den jetzt mit der Steinaxt rechts klicke, 1, 2, 3, 4 Mal, haben wir einen Holzblock. Der schickerweise sogar genauso aussieht wie die anderen Holzblöcke. Das ist schön. Deswegen ist es ein bisschen einheitlich. Ja, wenn ich den dann nochmal rechts klicke und nochmal rechts klicke und nochmal rechts klicke und nochmal rechts klicke, ist es ein verstärkter Holzblock. Und das mache ich jetzt einmal hier rum. Überall, wo Fenster waren, kommen die Fenster weg und stattdessen kommen die Holzblöcke hin. Damit halt keine Zombies einfach mit 2-3 Schlägen hier reinkommen können. So. Wie da. Problem ist halt, wie erwähnt, dass wenn ich das Ganze jetzt nachts machen würde, mit dem Fenster einschlagen und die Rahmen rausreißen und so weiter, wäre das recht laut. Und wir wollen nachts in der ersten Nacht nicht mit Zombies zu tun haben. Ich werde die erste Nacht höchstwahrscheinlich kauernd, also so, in einer Ecke verbringen, weil es sonst zu gefährlich wäre. Also ich könnte eventuell zwischen den Häusern hin und her huschen, aber ich... Naja, ist einfach zu risikoreich. Zumal wir noch keinen Spawnpunkt haben, kein gar nichts. So. Du. So, so. Verstärken kann ich euch heute Nacht auch. Die obere Reihe mache ich noch nicht. Weil, wie gesagt, da oben kommen sie erstmal, glaube ich, auch gar nicht so wirklich gut an. Und sie brauchen ja eh 2 Blöcke. Wichtig ist nur, dass diese... dass der nicht mehr da ist. Also 2 Glasblöcke direkt übereinander. Das ist zu gefährlich. Du hier. Du weg. Was? Das war gerade komisch. Ich habe hier einmal gegengehauen und als einmal Tock gemacht. Und dann hat es neben mir irgendwo Tock-Tock gemacht. Als wenn ich geklopft hätte und ein Zombie hätte klopfenderweise geantwortet. Ach so, das sind die runterfallenden Sachen gewesen. Ja, okay, das macht viel mehr Sinn. Mehr Sinn als ein klopfender Zombie. Ja. Crunch, crunch. Wir haben es gleich 18 Uhr. Ich glaube 20 Uhr oder 20:30 war die gefährliche Zeit. Also ab da bis morgens um 6 oder so. Da sind die Zombies halt sehr aktiv und stärker und schneller und jagen einen länger und all sowas. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, den ersten Zeitraffer machen. Und ich melde mich dann gleich, also ich werde jetzt nur die ganzen Fenster rausreißen. Das Ganze im Zeitraffer. Und melde mich dann gleich wieder, wenn das erledigt ist oder wenn es so spät ist, dass die Zombies gefährlich werden könnten. Also bis gleich. Da bin ich schon wieder. Keine Minute ist rum. Irgendwo haut irgendein Zombie gegen unser Haus. Mit bloßen Fäusten gegen die Backsteine. Das ist nicht so wirklich schlau von dir. Komm mal her. Ne, die ist nicht Pistole. Da benutze ich keine Kugeln für. Jetzt, wo ich das Gefühl ungefähr dafür bekommen habe, wie schnell ich zurückgehen muss. Oh. Und auch noch Medizin bekommen. Sehr gut. Ah, haben wir dich schon geplündert? Nee. Zung, 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 zung. Scrap Metal. Wir haben jetzt schon 8 Scrap Metal. Wir könnten damit theoretisch das Haus schon verstärken. Haken dabei ist nur, die Zombies werden dann von irgendwo kommen, wo kein Scrap Metal ist und dann bringt uns das gar nichts. Oh, ich habe kein Holz mehr. Du dich bitte zerlegen zu... Planken. Eventuell reicht das trotzdem nicht. Ich glaube, ich gehe nochmal raus. Und zerlege ein paar naheliegende Bäume. Die hier sehen schön aus. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob die dickeren Bäume, also die optisch dickeren Bäume, auch mehr von den Holzblöcken bringen. Aber ich glaube schon. Können wir einfach mal kurz testen. Also wir hauen jetzt den Baum weg. Sehen, wie viele Blöcke das sind. Ich denke mal so 5. Ah, ich sollte vorher was essen. 7. Und er sah relativ dick aus. Okay. Dann gehe ich kurz was essen, was trinken. Und dann suche ich mir einen ganz dünnen Baum. Und hoffe dann, dass da 2 Blöcke bei rauskommen. Wenn dem so ist, gibt es wirklich eine Relation zwischen Dicke/Alter und Anzahl an Blöcken.
die man bekommt. Ja, weg. Irgendwo höre ich eine Krankenschwester. Klar. Oh. Ich kann unter dein Röckchen sehen. Was machst du da oben auf dem Dach? Sehr komische Braut. Okay, besser jetzt als nachts. Das war ein Cheerleader. Noch irgendwo irgendwas? Ich höre was, das weiß ich, aber... Ist das bei uns oder im Nachbarhaus? Nachbarhaus wäre mir ziemlich Wayne, das können sie zerlegen, wie sie wollen. Ne, okay. Genau, essen und trinken wollte ich. Ding, 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 da haben wir unser... Ja, komm, echt nicht hinterher, ha? Weg. 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 Nix, okay. Wir sollten eventuell auch unser Haus demnächst beleuchten. Damit sich die Zombies nicht ganz so schnell rantrauen und damit sie gar nicht erst hier in der Nähe bauen. Holz brauchte ich genau. Du da, dich auch schon mal zerlegen und raus und essen. Ich hätte gern ein Venison Stew. Bringt 40 Essen, 15 Lebenspunkte brauche ich gerade gar nicht. Okay, dann was anderes. Das da. Es macht zwar durstig, aber ist okay. Und Suppe macht Durst wieder weg. Schöne Kombo. Also erstmal durstig. Dann nicht durstig. Und dann noch was trinken. So. Gluck, gluck. Gluck, gluck. Und fast alles voll. Sehr schön. Tür auf, Tür zu. Noch mehr Zombies und ein dicker Zombie, den lasse ich mal in Ruhe. Und jetzt suche ich einen ganz spitteldürren Baum. Der da zum Beispiel. Der andere hatte 7 gedroppt. Merke. Oh, und die Abbaudauer könnte auch abhängig sein von dem Alter, von dem Baum. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das können wir später mal überprüfen, wenn wir eine ordentliche Axt haben. Den zählen wir einfach die Anzahl an Schlägen, die wir brauchen, um das Ding runterzubekommen. Momentan scheint es genauso schwer zu sein wie der breite Baum auch. Ja, 3 Wooden Logs. Okay, also es macht wirklich Sinn, die dickeren Bäume zu fällen. Vor allem, wenn sie genauso lange dauern wie die dünnen. Der Stein hier sieht komisch aus. Was war nur wegen dem Schatten? Okay. Dich nehme ich mit. Du bist ein bisschen breiter. Du bist so ein Mittelding, oder? Also meine nicht fachmännische Schätzung beläuft sich auf 5. Mal gucken. Und wo ich die ganzen Blumen gerade sehe. Wenn ich gelbe Blumen sehe, sollte ich die nächsten mitnehmen. Na, 6, okay. Weil gelbe Blumen kann man benutzen, um besagten Tee herzustellen. Der extrem praktisch ist. So, ich hätte eigentlich ganz gerne ein paar Steine, aber ich finde hier nichts. Also ja, das sind sehr große Steine. Die bringen mir nichts. Da. Ein kleiner Stein. Das ist jetzt ein Bolzen. Nicht so wirklich toll. Ah. In meiner Singleplayer-Welt habe ich mir übrigens angewöhnt, alle Sachen, die leicht zerstörbar sind und lootbar, zu zerstören, nachdem ich sie gelootet habe. Da werde ich nicht mehrfach versucht, die zu looten. Ist jetzt am Anfang ein bisschen doof, weil es teilweise ein bisschen länger dauert, die abzubauen. Aber ich denke, später mit einer besseren Axt oder Spitzhacke werde ich das, so gut es geht, versuchen durchzusetzen. Wenn ihr jetzt allerdings in einer Welt spielen würdet, wo Respawn aktiviert ist, also was ich ganz am Anfang des ersten Videos erzählt hatte, mit den Respawn von Containern, wenn ihr das anhabt, dann solltet ihr wahrscheinlich die Sachen einfach so lassen, wie sie sind. Und ich denke mal, für ein erstes Spiel, also wenn ihr das Spiel noch gar nicht gespielt habt, wäre das sogar sinnvoll, das aktiv zu lassen. Den könnt ihr euch irgendwo einbunkern, stellt ihr den Respawn auf einen Tag und immer am nächsten Tag geht ihr los und lootet. Dann passt das schon. So, wir haben es 7:30. Ich sollte langsam nach Hause. Und die hier sollten langsam weg. So, weg. Dicke könnte ein Problem sein. Und der Hirsch ist immer noch auf dem Dach.
Ich glaube, den lasse ich da so als Maskottchen. Ich hoffe, der zieht keine Zombies an.